Denn letztlich war ja diese Einführung des Proton Pseudos, des Einführung des einmaligen Aufklopfens, des unausdenklich, unausweichlichen, unwiederbringlichen, unvermeidbaren, der Auswurf, die Einführung der Abwesenheit, die erst dann sekundär die Anwesenheit erzeugt, dazu gedacht, das Ganze zu invertieren aus dem Schrecken des Schrecklichsten, dann jenen Wendepunkt zu machen, aus dem Abschnitt, dem Einschnitt, nicht den Durchschnitt zu erzeugen, sondern jene akzentuierten, wohlgelungenen, feuervogelartigen Wesen, die fortan jauchzend ihre Bewegungsfreiheit vom zweiten aufs dritte hin wahrnehmen, dem Ball herumgeben, spielen, Strategie, Wettkampfspiele treiben, Strategie, Vorsorgeplanspiele erörtern, sich athletisieren, kontinuierlich herumtollen, in Zuversicht, in Tumpdreistheit, in Mut, in Hoffnung, in jubilatorischer Freudigkeit, herumtollend. Denn schließlich ging es ja dadurch, durch diesen Kastrationsschnitt, durch diese Zurechtschnitzung, durch diese Verwundung, die sich nie zu schließen vermag, aber immer in ihrem unheilbaren Eiterungsprozess nun weiter die Energie, das Jucken, den Nervenkitzel bereitstellen wird. Alle Grenzen, alle Abenteuer zu überschreiten, dem Mutigsten dazu zu bringen, das Schönste, das Kraut der Unsterblichkeit aufzufinden, um sich neu zu roborieren, um sich neu anzufrischen, aufzufrischen, die Wunde wieder aufzureißen und erneut sich schließen zu machen in all diesen Erfahrungen des orgiastischen Seins. Du wirst gepeinigt, gekreuzigt, genagelt, du stirbst und dann stehst du geheilt wieder auf von den Toten und schwebst hinauf in die jubilatorischen Himmel der Resurrektion deiner selbst und deines Körpers und sogar der neue Absprießlinge eines Körpers. Um diesen Vorgang der Erneuerung, von Zerlegung, von Tod, von Schnitt, von Dekapitation, zurück durch die Unterwelten, durch den Konkon, durch die Raupe, wieder ins Schmetterlingsdasein als ewiger Epizyklus eines immer wieder anderen, immer wieder noch neues, sensationelleren, noch exotisch diversifizierteren, exotischeren. Darum geht es eigentlich. Die totalen Mut, Energiereserven bereitzustellen für den einzig letztgültig endgültigen, nicht umkehrbaren Zuschlagsmoment, in dem der Zuschlag erfolgen muss, um das überlebenstüchtigste
herauszufinden, das Schönste, das Mutigste, das Heroischste gar, aber vor allem das Freudestrahlendste, das Beglückteste, das Liebenswerteste, das Liebensseligste, das Wiedererfüllte.